Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Sam at Max Hits the Road. Wir waren ja hier stehen geblieben, dass wir Bungee Jumping waren und uns eine Pfütze Teer geholt haben. Und ja. Das haben wir hier im Buch. Na? Es ist die illustrierte Ausgabe des Makrohard Reinigungsroboter. Ach so, ja, klar. Und ja. Mir ist was eingefallen. Ich hatte, glaube ich, auch gesagt, Tern und Federn. Vielleicht brauchen wir jetzt auch einfach mal eine Mammutverkleidung, sehr schön. Eine Yeti-Verkleidung, dass wir uns selber beternen müssen. Also brauchen wir noch Haare? Viele Haare, also. Also gehe ich mal davon aus. Und das wird ja heißen, dass wir hier doch vielleicht bei dem Mammut was machen müssen. Bei deinem kein Plan. Das kann ich nicht aufheben. Benutzen einfach. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Okay. Max? Kann man nicht damit benutzen? Hey, Max. Scheint so. Hey, was? Ich habe eine Aufgabe für deine gewaltigen Schneidezähne. Was? Siehst du dieses wollige Mammut? Was ist damit? Hör auf, den Idioten zu spielen und mach dich an die Arbeit. Also es scheint wirklich zu gehen. Lalala. Wie lange brauchst du, Mann? Oh, ist das eklig. Hä? Hat er jetzt eine Schere geholt, oder wie? Wow. Kahlschlag. Gute Arbeit, Max. Jetzt haben wir mehr Mammuthaar, als wir jemals brauchen werden. Und wir haben etwas sehr Wichtiges gelernt. Ja, die Mammuts sind vor lauter Scham ausgestorben. Okay, weil das könnte natürlich sein, jetzt so einfach mal... Jawohl. Diese Dinge nee. Kann man nicht zusammen benutzen. Okay, ob das reicht? Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Dein Auto ist ein unbrauchbares Ding? Ah, ja, Sam, ist klar. Vielleicht reicht das ja schon. Wenn nicht, dann, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Da war das, ne? Aber mit der Aubergine müssen wir auch noch definitiv irgendwas anstellen können, oder? So. Es ist ein Haufen Teer mit Haaren. Ja, benutzen. Nee, benutzen möchte ich das. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Scheint wohl noch nicht zu sehen. Oder mit Max. Das Max ist sich verkleidet. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Nee. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Fehlt dann vielleicht noch? Brauchen wir noch mehr Haare? Keine Ahnung. Eine Idee. Ist doch mal wieder eine merkwürdige Idee, oder das passt eigentlich zu dem Spiel mittlerweile wirklich gut. Wir könnten noch, glaube ich, was mit dem Toupet machen. Bei Bumpes will, ne? Ich weiß nicht, ob wir probiert hatten, das mitzunehmen. Können wir mal probieren. Vielleicht geht das ja. Lalala, los. Rein da. Wird sicherlich ein Alarm ausgelöst. Das könnte natürlich sein, dass Fisch als... Oh! Was im Namen Jethro Clampett geht hier vor? Hey! Das tut weh! Lass mich los! Wow! Und bleib draußen! Okay. Na, sagt ihr was? Ich glaube, das war nicht gerade der beste Versuch, das Toupet zu erlangen, Sam. Okay, also wir brauchen wirklich das Toupet. Können wir wieder mal rein? Ja, wir kommen wieder rein. Gut, gut.
Also müssen wir irgendwas hinstellen, um die zu nehmen. Ich sag mal so, dass das aussieht wie Bumpus und wir sonst nehmen wir, probieren wir mal. Ja. Aber eigentlich wozu nur. Ah, die nehmen wir schon den ganzen Kopf mit, ne? Nimm den ganzen Kopf mit. Diabolisch. Oh. Okay. Alarm wird wieder ausgelöst. Hey, das tut weh. Lass mich los. Ah, verdammt. Und bleib draußen. Okay, aber wir haben das Toupet. Wir haben das. Vielleicht, wie gesagt, ich denke mal, das ist als Kopfhaare dann nur so, ne? Diese Dinge kann man nicht zusammen. Was? Nee. Wozu brauchen wir das dann? Hä? Was soll denn das? Das ist doch Kacke. Was denn noch? Was denn noch? Aber. Ich bin da. Aber. Oder andersrum oder benutzen? Diese Dinge. Oh, das ist natürlich jetzt echt Kacke. Kann man die vielleicht wieder auseinanderfriemeln? Es ist ein Haufen Teer mit Haaren. Diese Dinge kann man. Es ist ein Haufen Teer mit Haaren. Weil ich jetzt andersrum hier musst. Damit kann ich nicht sprechen. Das ist jetzt echt Kacke. Diese Dinge kann man nicht so. Diese Dinge kann man. Ach du Kacke. Diese Dinge kann man nicht zusammen. Diese Dinge kann man. Aber da, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Hm. Oder fehlt da vielleicht dann doch noch was? Aber. Ah! Klar! Großartig! Nun haben wir ein Bachstell zum Kostüm mit Teer und Mammuthaaren. Ah! Wir teeren uns doch selber nicht ein. Wozu haben wir denn diesen Drecks. Diesen. Oh. Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen. Ja, ja, Ui, das ist fast schon perfekt, aber ihr Verrückten braucht noch etwas, um das Gesicht des kleinen Lächlers zu bedecken. Jap, jetzt das. Okay, ich habe Conroys Toupet an dem Bachstell zum Kostüm befestigt. So. Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen. Was da jetzt? Daran jetzt nicht gedacht hat, dass wir diesen Anzug da haben. Scheint es, als ob wir rein können. Das ist wirklich mal ein gelungenes Yeti-Kostüm. Ich lasse euch damit zur Party. Danke. Gelungenes Yeti-Kostüm, sieht so aus, klar. Als ob etwas Wichtiges passiert. Vor 100 Jahren schien es so, als ob unsere Zeit sich dem Ende zuneigen würde. Wir haben die Zeichen des bevorstehenden Untergangs übersehen. Wir dachten, die Menschen würden sich sehr langsam entwickeln, sodass die Folgen, die ihre Verschwendungssucht nach sich zieht, Probleme wären, die folgende Yeti-Generation zu lösen hätten. Zufrieden lehnten wir uns zurück und ignorierten die innere Stimme, die nach Taten rief. Tradition und Lebensstandard waren unsere Entschuldigungen für die Selbstgefälligkeit. Der Umstand, dass wir nicht nur unseren Lebensstandard, sondern unser aller Leben und alles, was je in unserem Besitz war, verlieren können, zwingt uns zum Handeln. Eine Realität stürzt auf uns ein, die wir nicht länger ignorieren können. Wie sich herausstellte, haben sich die Menschen und ihre Technologie schneller entwickelt als wir. Viel schneller, als wir annahmen. Und jetzt stehen wir nur wenige Schritte vom Abgrund entfernt. Wenn wir nicht alle am selben Strang ziehen und endlich Taten folgen lassen, sie mit Herz und Verstand in Angriff nehmen und das Ziel nicht verlieren, dann werden wir zurückfallen und uns selber dem Untergang weihen. Aber jetzt erstmal wieder ein wenig Musik.
Isla. Okay, krasse Typen. Gut, bist du Bruno? Du bist Bruno, ne? Das sieht aus, zu geil. Er sieht auf unersättliche Weise glücklich aus. Können wir nicht mit ihm reden, okay. Können wir hier irgendwas mitgehen lassen? Ah ja, die Weinflasche können wir wohl mitgehen lassen, wie es aussieht. Ja, können wir sonst noch irgendwas mitgehen lassen? Den Drink? Sie ist nicht mein Typ. Ach so. Können wir mit dir reden? Guten Tag. Ein dritter Schatten ist nah. Wovon sprichst du? Entschuldigung, muss irgendwo gegorene Beeren gegessen haben. Was willst du? Hat sich Bruno hier blicken lassen? Könnt ihr was für euch behalten? Okay. Bruno ist in einer streng geheimen Mission zum Heimatplaneten der Außerirdischen unterwegs. Was? Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Was? Hast du Brunos Freundin hier irgendwo gesehen? Psst, sie hilft Bruno bei der Kontaktaufnahme mit den Außerirdischen. Oh, ah ja. Ja. Ist klar. Du bist nicht zufällig irgendwo über Conroy Bumpus gestolpert. Nein, aber ich weiß, mit ihm umzugehen. Es ist fatal für ihn, mit Eis in Berührung zu kommen, wie für alle Lebewesen des bösen Planeten Snarkton. Was? Snarkton? Ist Bumpus ein Außerirdischer oder wie? Du bist der dünnste Yeti, den ich je gesehen habe. Ich faste vorsichtshalber für den Tag, an dem die Außerirdischen uns erretten werden. Ja. Haben wir uns nicht letzten Sommer in Cancun getroffen? Das kann nicht sein. Ich hing kopfüber in einem Eisblock letzten Sommer. Was ist das denn passiert? Oh, das Übliche. Ich wanderte so durch die Anden, dachte an nichts Böses, als so ein bescheuerter Bergsteiger vorbeikam und schrie, hey, das ist ein grauenhafter Yeti. Das Letzte, an das ich mich erinnern konnte, war diese Lawine und ich wurde von 10 Metern Schnee begraben. Als ich aufwachte, fand ich mich beim geheimnisvollen Wirbel wieder, kopfüber in einem Eisblock. Ah, der Yeti ist das. Ich komme wieder, keine Frage. Er sieht zu viel fern. Guten Tag. Komm, Zuckerpuppe, und lass dich von mir entführen. Weg von all dem. Kann Vanua du mitkommen? Vanua wer? Vanua du. Was? Der Yeti-Häuptling. Ach so. Der Typ, der die Rede gehalten hat. Ja. Mein Ehemann. Oh. Ups. Mach dir nichts draus, Kleiner. Wenn ich einen Baum für jede Anmache eines Jugendlichen bekommen hätte, dann wären wir heute nicht in so einer Situation. Verstehst du? Nein. Nicht ganz. Boah. Hast du Bruno gesehen? Bruno? Nun, ich und Mr. V haben kleinen Bruno schon gekannt, als er noch so klein war. Bruno ist ein Goldjunge. Das ist er. Der netteste, gütigste Yeti auf Erden. Dumm ist wie ein klar. Stück Brot, gebe ich herzu, aber gütig. Nun, gerade gestern erst habe ich zu meiner Maniküre Kimi gesagt, Kimi, Bruno muss die dümmste Kreatur sein, die je das Licht dieser Sonne erblickt hat. Dann wagte sie zu sagen... Oh, komm halt im Mund. Trixie irgendwo gesehen? Trixie? Nettes Mädchen, ein wunderbares menschliches Wesen. Opfer der Modeindustrie oh, natürlich, nein. Erst letzte Woche sprach ich mit Katie, meiner Farbberaterin. Nein. Und ich sagte zu ihr, Katie, diese Trixie könnte keinen Bonus von einem Sarung unterscheiden. Und wenn ihr Leben davon abhänge. Und darauf... Oh, nee. Tschüss, das ist mir zu viel. Zu Hause. Oh, können wir da rein? Stopp. Tut mir leid, Süßer. Aber nur die Oberhäupter haben Befugnis, den Poolbereich zu betreten. Ah ja, da hinten ist auch eine Tür, oder? Ja, ist eine Tür. Okay. Wie wir es mitgehen lassen? Was ist denn hier? Was ist denn das? Eine Eiskammer oder was? Das ist ein großer Gefrierschrank. Mhm. Ah. Das ist ein Eispickel. Den können wir mitnehmen, oder? Jawollo. Können wir die Flasche aufpieksen? Ich bezweifle, dass der Eispickel den Korken entfernen kann. Hätte sein können, einfach mal reinstechen und rausziehen. Können wir da hinten durch? Geht das oder geht das nicht? Nö. Können wir hier was aufmachen? Die Luke oder so? Oh ja. Geht's wieder zu. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Keine oh. Bewegung, du Yeti-Vieh. Wen haben wir denn da? Einen Yeti.
Mann, ist das ein mageres Exemplar. Einen Yeti in der Hand zu haben, ist besser als zwei im Busch, Lee Harvey. Entschuldigung, Boss. Schon gut, alter Kumpel. Jetzt sei ein guter Junge und hol das Netz aus dem Bus, ja? Jawohl, Mr. Bumpus. Fällt dir was ein? Der Yeti hätte gesagt, Eis. Können wir die Tür nochmal öffnen? Beweg dich nicht. Vielleicht reinschuppen oder so. Beweg dich nicht. Ja. Hallo. Vermutlich würde ich mich mehr darüber aufregen, wenn ich nicht so hungrig wäre. In meiner Tierschau wirst du gut gefüttert. Ich bin kein echter Yeti, wissen Sie? Erzähl mir noch einen. Ja, okay, dann habe ich... Damit kommen Sie nicht weit. Eventuell eine Vermutung. Ich habe solche Angst. Können wir das auch wieder ablegen? Es ist ein Bachstelzenkostüm mit einem Toupet bedeckt mit Teer- und Mammuthaaren. Vielleicht wird sich das überzeugen, dass ich kein Yeti bin. Klappt. Der arme Max immer, ey. Ah. Hier schon wieder. Mist, ich habe das Netz in Bumpusville gelassen. Vergiss das Netz, wir werden uns als Yeti verkleiden. Warum? So können wir sie infiltrieren und alles über sie erfahren, um sie dann einzusacken. Oh. Warum gehen die da jetzt rein? Keine Scherze, Hundevieh. Yeah. Ich glaube, sie haben das falsch herum angezogen, Boss. Hey, Max, wieso machst du dich nicht mal nützlich? Ja. Das fand ich jetzt, warum gehen die da das rein? War lustig. Nun können sich zukünftige Generationen an seinem atonalen Singsang erfreuen. Sind hier noch ein paar Schrimpskugeln? Wer seid ihr? Wir sind die Freelance Police. Wir haben gerade euren gesamten Haufen gerettet. Wirklich? Ich schätze, es ist in Ordnung, wenn ich euch zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber ernenne. Geht hier lang. Okay, das heißt, wir können jetzt da rein? In diese Hütte, oder wie? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Obwohl es Tradition ist, dass nur Yetis und eine Begleitperson zu unseren Partys zugelassen sind, haben sich diese zwei uns gegenüber als loyale und vertrauenswürdige Personen erwiesen. Das sind naive Kerle. Und so ernenne ich sie zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber. Also, legt euch nicht mit ihnen an. Das ist alles? Geehrte Yeti-Häuptlinge? Wo bleibt die Knete? Wir wollen kein Yeti-Geld, Max. Vielleicht ist es aus Baumrinde gemacht. Ich weiß, aber ich sage so etwas aus Prinzip. Ihr dürft euch jetzt frei im Tagungsraum bewegen, ohne Angst um eure Gesundheit haben zu müssen. Hey, danke. Gern geschehen. Folgt mir. Das klingt doch gut. Oh, was denn das? Ja. Was alle Herren? Was ist, da kam gerade eine Stimme. Da ihr euch selbst als Freunde der Yeti bewiesen habt, habe ich euch hergebracht, um unser größtes Geheimnis zu teilen. Diese großen Totempfähle wurden aus aller Herren Länder zusammengetragen und von Yeti-Generation zu Generation weitervererbt. Wie Obstkuchen. Wir glauben, dass sie die Lösung für unsere Rettung bergen. Aber das Geheimnis ihrer Nutzung ist ein Rätsel, das wir niemals gelöst haben. Ganz schön kompliziert. Wie Obstkuchen. Das ist wirklich kompliziert. Bruno. Wie Obstkuchen. Keine Lust zum Feiern? Wer kann schon feiern, wenn seine Welt zusammenbricht? Offensichtlich die meisten deiner zotteligen Brüder. Und ich sagte noch, lass den Whisky aus der Bohle. Ich dachte, es würde unserer Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen. Kein Wunder, dass wir vom Aussterben bedroht sind. Okay, Jungs, alles hier super. Der Lagebericht. Der Yeti Way of Life geht zurzeit den Bach runter. Diese Totempfähle könnten uns retten, aber A, keine Ahnung, was sie bedeuten. B, die meisten von uns haben zu lange gefeiert, um darauf zu kommen, wenn ihr mich versteht. Und C, wir Yetis haben es ziemlich schwer, uns in der Öffentlichkeit zu bewegen, wie ihr wisst. Wir würden ja nicht um Hilfe bitten, aber wir sind verzweifelt. Nun, wegen sowas werden wir meistens gebucht. Warum also nicht? Großartig. Warum löst ihr drei nicht das Geheimnis? Ich gehe so lange zur heißen Quelle. Ja, klar. Okay, gucken wir uns die ganzen Dinge mal an. Ein Schutzbaton der Yetis? Sieht wie ein Vorher-Nachher-Bild aus. Ah ja. Zahnmedizin? Was ist das? Eine Art Tornado? Bruno, komm, erzähl mal was darüber. Ich habe nämlich keinen Plan.
Okay, Sam. Er ist hier, wir sind hier. Lass uns gehen. Wartet, wohin denn? Zurück zur Kirmes. Abkassieren, du großer Klumpen. Ich bin vielleicht langsam, aber nicht blöd. Ich bleib genau hier stehen. Psst, Max. Ja? Vielleicht sollten wir eine Weile warten, bevor wir Bruno seinen gutmeinenden, wenn auch schrecklich seltsamen Besitzern zurückgeben. Wieso? Weil ich eine seltsame, verdrehte Vorahnung habe, dass etwas Wichtiges mit den Yetis passieren wird. Und es wäre nett, Bruno daran teilhaben zu lassen, bevor wir ihn wieder in einen Eisblock verbannen. Du wirst weichherzig, Sam. Wir haben uns entschieden, dich bis zum Ende der Versammlung auf freiem Fuß zu lassen. Hey, danke. Kann ich im Gegenzug etwas für euch tun? Ja, erzähl mal ein bisschen was für die Dinger hier. Was sagt dir der Totempfahl ganz links? Lass mich mal sehen. Das war's? Nun? Es ist ein Totempfahl. Oh. Er ist aus Holz. Noch können wir ihn zurück zur Kirmes bringen. Mach schon. Bruno. Irgendwelche schlauen Yeti-Einfälle bezüglich des Totempfahls mit dem Zahn drauf? Ich habe das Ding jetzt Stunden angestarrt und... Ja? Ich glaube, es hat was mit Zähnen zu tun. Da habe ich aber eine... Da hätte ich eventuell eine Idee wegen T-Rex. Vielleicht müssen wir den T-Rex Zahn ziehen. Es ist nicht lebenswichtig. Aber hast du eine Ahnung, wer der Typ auf dem dritten Pfahl ist? Nö. Obwohl er scheinbar recht gut mit Gemüse klarkommt. Sam, der Typ auf dem Pfahl hat einen Marshmallow. Und? Ich will auch einen. Max, du bist einer. Aber da fällt mir jetzt auch gerade was ein. Siehst du den Totempfahl? Was ist damit? Was glaubst du, bedeutet er? Ich hab's. Was hast du ihnen gesagt? Ich riet ihnen, nach Glatzköpfen mit Spaghetti auf dem Kopf zu suchen. Hä? Okay, der Rest ist mir gerade ein bisschen ich egal. Ich sehe dich. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Ja, ja. Da hätte ich nämlich eine Idee. Und zwar der Typ, wenn der gut mit Gemüse kann, vielleicht will die Frau den haben. Dann, wie gesagt, den Zahn. Vielleicht den T-Rex einen Zahn ziehen. Und das, wie gesagt, Strudel aus der Hand oder so. Der magische Strudel würde mir höchstens einfallen. Da wir ja, na, wie geht's eigentlich raus? Ja. Gehen wir erstmal, na. Ach, warum mache ich schon mal andere Sachen hier? Zu der Frau, weil da bin ich. Und probieren, ob die das Bild haben will. Also diese Gemüsefrau da. Ja, das wäre jetzt gerade von mir noch so ein Einfall. Vielleicht aber auch nicht. Werden wir ja sehen. Willst du das Bild haben? Was kannst du daraus machen? Der berühmte Naturalist John Muir, Ich finde, er sieht wie ein Zucchini-Kürbis aus. Ich kann einen machen, es wird nur etwas dauern. Ah ja. Also gehen wir erstmal wohl wieder. Vielleicht, wie gesagt, düsen wir mal hier. Gucken wir mal, ob wir da... Vielleicht muss das... Da habe ich jetzt eine Idee. Vielleicht geht... Man sieht auch schon von Weitem, dass hier Pelz fehlt. Das ist natürlich auch nicht schlecht gemacht. Früher hat man ja Seil um eine zahngebundene Tür zugehauen. Vielleicht. Scheint wirklich so zu sein. So. Okay, aber zum Auto kommen wir garantiert damit nicht. Ich kann das nicht mitnehmen. Ja, also jetzt auch benutzen. Max? Ah, Max. Okay, das war jetzt einfach nur Zufall. Ah, aber mit der Tür. Okay, hatte ich doch recht gehabt. Zum Schluss haben wir bekommen, was wir wollten. Blaue Flecken? Den Zahn. Okay, wir haben den Zahn.
das andere. Ja, die Korken müssen wir noch ziehen, nehme ich mal an. Mit dem. Ah, da habe ich auch eine Idee. Da habe ich auch eine Idee. Bei dem Verbieger, vielleicht kann der aus unserem Eispickel einen Korkenzieher machen. Dann hätten wir einen Korken, aber das war's dann auch schon. Dann wüsste ich auch nicht, was ich mit den Korken machen sollte. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. So. Gehen wir mal rein. So. Leg einen Zahn zu, Max. Ich hoffe, das ist die richtige Idee. Mann. Aber das andere, das letzte, wüsste ich jetzt gerade nicht so aus dem Kopf. Na los, geh rein. So. Was war eigentlich mit dem Kissen? Es ist ein Kopfkissen voller Haarwuchsmittel. Ein Vorher-Nachher-Bild. Oben war, glaube ich, Glatze, unten war Glatze mit Haar. Das Kissen dann vielleicht. Das könnte sein. Hier, verbieg mal. Könntest du mir das hier verbiegen? Sicher. Lass mich mal sehen. Scheint zu gehen. Und es wird ein Korken. Großartig. Ein Korkenzieher. Super, dann öffnen wir mal noch. Ich weiß zwar nicht, wozu. Dieses Ding hat den Korken ziehen können. Sollen wir einen Toast auf die nukleare Abrüstung aussprechen? Was? Mit diesem Gift? Sei nicht albern. Ach, die Flasche ist jetzt komplett weg. Jetzt haben wir einen Korken. Da ist ein Loch drin. Das ist eine leere Schnellkugel ohne Klöppel. Ah. Da hätte ich eine Idee. Das war so ein Strudel aus der Hand. Der magische Strudel, da haben wir das Ding her. Vielleicht müssen wir da hin. Dann ist da vielleicht ein Strudel drin. Und wir müssen einen Korken drauf machen. Aber das machen wir alles dann beim nächsten Mal. Denn ich mache jetzt hier erstmal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Geht auf Twitter, geht auf Facebook, geht auf meine Homepage. Alles in der Videobeschreibung, denn so seid ihr immer auf dem laufenden Stand der Dinge, was meinen Kanal betrifft. Bis dahin, macht's gut.